Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem Community-Projekt Ark Park mit dem Pokémon Evolve Mod. Wir sind gerade immer noch dabei, Pokémon zu töten, damit wir die Credits bekommen. Und hier sind Macho Mais. Wir töten sie, wir töten sie. Ja, hier noch kommt noch einer. Der kann sich immer nicht wehren, der Arme. Der Arme vor allem. Hier ist noch einer. Oh, jetzt hat er mich mal getroffen. Ich habe jetzt über 1000 Münzen. Mama. Jawohl. Spielbär, sing mal den Pokémon-Song. Sie sind geheimnisvoll. Ja, sie sind super toll, die Pokémon. Ja, oh, hier gibt's wieder richtig Geld, ey. Die pinken Teile hier wieder. Richtig, Asche. Nidoking, genau. Oh, hier ist ein Archaeopteryx. Oh man, ein normales Tier, das ist ja der Wahnsinn. Gehen wir hier links so an den Strand. Da unten sind ganz viele Viecher. Ich glaube auch, dass die Geldpflanzen vor allem an den Stränden von den Flüssen auch auftauchen. Sind wieder Macho-Mans. Macho, Macho-Man. Spiegel, bist du noch da? Ja. Ich bin noch da, wieso? Also, dein Satz war gerade abgehackt. Achso, der war abgehackt. Ich musste die Push-to-Talk-Taste besser drücken, glaube ich. Oh Gott, ey, hier sind so viele Macho-Mans. Galoppa. Ja, guck mal da unten am Strand. Da sieht's gut aus. Oha. Was? Oh Gott, krass. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Gott, da ist ein Riesenlachs im See. Ja, ey, das sehe ich voll oft in letzter Zeit. So riesige Lachse einfach. So übertrieben große. Nein, scheiße, ich bin von Taubos runtergefallen. Oh Gott. Oh, oh. Ah, nein, 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 ich komme hier nicht raus. Der ist zu steil hier. Oh Gott. Ja, danke, danke, danke. Wo ist Taubos? Taubos. Der kämpft gerade hier mit uns. Taubos, komm zu mir, Taubos. Ja! Warte doch! Ah! Nein, warte, 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 warte! Nein, der Taubos da hinten. Ah, warte mal, das ist gar nicht mehr. Hier ist doch Taubos! Ach, Ritzi, hast du dir jetzt gezähnt? Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich komme hier am Hahn, hallo! Es war Level 4 und ich wollte irgendwas zum Reiten. Ich bin immer so langsam zu Fuß. Ja, ich hab ihn wieder. Aber es hält halt leider echt nichts aus. Was heult wie ein Wolf, man den Ohr kriegt. Was heult wie ein Wolf? Das, was ich hier reite. Ach so, ich dachte ich, wenn ich schreie. Ja, das auch. Wie ein Wolf. Nein, ich heule wie ein kleines Mädchen, wenn ich schreie. Okay. Was hast du jetzt bitte? Oh ja, yeah, Alter, du sollst ja keine Koets töten, die geben kein Geld. Ich will den Monsterlachs umbringen. Den Monsterlachs? Ich glaube, den kann man nicht umbringen. Doch. Das ist wie der weiße Wal, den kann man nicht umbringen. Kann nicht mehr absteigen. Ich komme nicht von dem Vieh. Der ist ganz schön zäh, der Monsterlachs, ja, ey. Haben sie das noch nicht gefixt? Ja, ich komme nicht an ihn dran. Der frisst dich gleich auf, glaube ich. Ich wollte doch nur Fleisch reinpacken. Du musst wieder aufsteigen und das dann nochmal versuchen. Manchmal klappt's. Der Rex wird jetzt vom Monsterlachs gekillt, ey. Wie geil ist denn das bitte? Nee, ich habe den Bleeding-Effekt. Das ist das Problem. Und ich habe keine Stamina gerade. Ich glaube, ich habe den Monsterlachs schon. Nee, der schwimmt hier noch. Da, der hier ist. Jetzt ist er tot. Sonst, wenn du ein paar Mal haust, dann kannst du auch runterkommen. Ja, also absteigen und drauf fahren. Ich krieg schon Fleisch geliefert. Dankeschön. Nächstes bin ich hier mit etwas schneller. Ich flieg immer dem so Terizino zwischen die Beine. Ist das irgendwie. Hat das was zu sagen, dass der Tauboss immer dem Terizino zwischen die Beine fliegt? Ein bisschen komisch. Hör auf, immer in meinem Po zu fliegen, siehst du? Hier, fällt das auch schon auf. Es tut mir leid, das sind irgendwelche Lockstoffe da hinten, die da. Hier ist sogar so ein Blizzard, oder nicht Blizzard, also diese Elektroform von Evoli. Blizzara. Rizzari. Blizzar. Blitzer. Blizzari. Und hier noch so eine Feenform davon. Ja, was ist das denn?
Wo, wer, was, wie, wann, wo, wer, Felinara was? Felinara ist das. Sylenäon. Das ist eine neue... Felinara, das ist aber definitiv ein lateinischer Name für eine Katzenstammfamilie. Es sind Pokémon und sie geben Geld, deswegen müssen wir sie jetzt töten. Oh, Blitzer. Da, 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 Geld. Geld. Ja, es hat 12 Credits gekriegt. Gegeben. Warum rede ich schon wieder so komisch? Was ist da los? Gibt's doch gar nicht. Töte das. Du sollst weniger Drogen nehmen. Was? Drogen? Das ist überhaupt. Das stimmt überhaupt nicht! Nimm überhaupt keine Drogen! Don't das ist Helium, das ist keine Droge, das kann man legal erwerben! Don't do meth, King. Alkohol, das kann man auch legal erwerben und das ist auch eine Droge. Also das ist keine Ausrede. Das stimmt. Ja, das stimmt, das ist scheiße. Was habe ich denn da wieder erzählt? Ich sollte weniger Drogen nehmen! Steven Spielbär, was? Ach, der Angriff von dem Ding dauert ja so ewig lang. Der macht erst Schaden, wenn er sich einmal um die eigene Achse gedreht hat. Ja, Geld. Ich hänge schon wieder am Po von irgendwem. Vom Kano. Oh scheiße, mein Charakter ist ja fast am Verhungern, ey. Ja, hier liegen doch überall Pokémon-Eier rum. Du meinst, ich soll Eier essen? Ich soll mir endlich mal Eier besorgen, meinst du, und die dann essen? Wo sind denn hier Eier? Ich sehe überhaupt keine Eier. Spielbär? Fragezeichen. Aua, heiß. Ich war's nicht, die blauen Flammen beweisen's. Habt ihr ein Ei hingeworfen? Ah, dankeschön. Ein Titanboa-Ei, das ist ja fast zu wertvoll zum Essen. Wo ist denn jetzt mein Tauboss? Ah, hier. Level 80. Wo seid ihr denn jetzt hin? Weitergelaufen. Sehe ich nicht mehr. Ach da. Und da sind ganz, ganz viele Nidokings. Ja. Ja, die bringen Geld. Ja, dann bald immer. Ja, ich bin da. Beiß zu. Immer schön zubeißen. Ist gut für die Zähne. Kommen noch so ein paar mehr. Damit sie wieder kräftig zubeißen können. Los, sandwichen wir sie. Sandwichten? Wir sandwichten sie. Alter. Das ist ein Wahnsinn. Das ist Gruppenkuscheln hier. Wir töten die nämlich gar nicht. Wir kuscheln die nur. Vor allem der Rex mit seinem Maul. Alter, ich habe ja kaum noch Leben hier. Was ist da denn verkehrt? Ich will gleich mal wieder eine Regenerationspause machen. Ich glaube schon, ja. Alter, scheiße, ey. Ich bin wirklich gleich am Sterben hier. Also der Tauboss. Mir geht's gut noch. So, dann kann ich noch was einstecken. Welches Tier hat denn da so viel Aua gemacht? Waren das jetzt diese Nidokings? Ja, die machen ordentlich Aua. Vor allem, wenn sie in größeren Gruppen sind. Ark und Pokémon, wer kam auf diese krasse Idee? Das war irgendein Modder. Der Link zum Mod, der befindet sich übrigens in der Videobeschreibung. Ja, Macho Man! Der Mod wird übrigens auch noch entwickelt. Also der befindet sich noch in der Entwicklung. Es wird als Alpha ausgewiesen, der Mod. Und der wird immer noch weitere Pokémon hinzufügen und wird auch weitere Features hinzufügen. Und es gibt wohl auch noch einen zweiten Mod, wo man dann die Strukturen für Pokémon und so bauen kann noch. Den könnten wir uns ja theoretisch auch nochmal angucken. Der Modder war das Pokémon Go-Kind, okay? Oh nein, bitte nicht. Wer ist denn das Pokémon Go-Kind? Willst du nicht wissen, vertrau. Okay, gut. Hey, warte mal, hier rechts ist was Neues. Mal wieder? Ja, hier. Das wird gerade vergewaltigt von... Nidokings. Das ist so ein kleines, so dickes, graues Ding. Rihorn war das. Rihorn, ja. Oh, es wurde vergewaltigt und vernichtet. Da oben ist noch eins. Hier sind Lichtel. Oh, der Rex hat gleich keine Stamina mehr. Das ist natürlich blöde. Hier sind Lichtel, die sind viel Geld. Das ist jetzt schlecht. Alter, was ist das für eine Armee hier? Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Feuer. Ah. Hilfe. Oh Gott. Feuer. Zünde ich sie an. Ich sie alle gucken. Die töten nicht, oh nein. Nein! Oh nein! Oh. Alter, wie schnell das ging, ey. Heftig. Die kriegen jetzt auf die Nase von mir. Naja, die meisten davon sind jetzt schon gestorben. Ja. Das war ja mal eine Kamikaze-Aktion. Also, das ist zwar alles aus Japan, aber wir müssen ja deswegen nicht gleich Kamikaze-Aktionen machen. Aber so ein Glurak kann ich mir kaufen im Automaten, den Rex nicht. Das stimmt. Das stimmt wohl, ja. Das ist korrekt. Oh, ich mach Infanterie, das geht. Okay.
Hab ich eben auch gemacht, Tame irgendwas unterwegs, was nicht direkt gefressen wird. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, genau, großes Kind und nichts dahinter. Hier ist ein Lichtel. Tötet die Lichtel, sie bringen Geld. Aua, wo kommen die denn immer alle her, diese pinken Dinger? Ja, die haben eine unglaubliche Oh, scheiße! Große Aktorfläche. Da leuchtet er. Mann, diese Lichtel. Wer kann denn ahnen, dass so eine kleine Kerze, so eine Riesenflamme... Ah, oh Gott, mein Taubos ist doch fast tot. Aber ich habe jetzt 909 Credits. Ich habe 1400. Ich habe... Das war knapp leer. Ja. Auch ja. Über 1000. 684. Also ich glaube, wir können uns schon mal so langsam auf dem Rückweg machen, oder? Weil das, was mir jetzt noch an Geld fehlt, das kriegen wir ja dann locker auf dem Rückweg jetzt. Wir haben ja auch noch irgendwie 1000 und noch was zu Hause. Stimmt, dann können wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Rückweg antreten. Dann haben wir schon mal das erste Pokémon zusammengerafft. 1090 hat dann noch jemand, ja. 1093, da siehst du. Ja, dann lass du durchs Redwood zurückgehen, genau. Aber im Dunkeln durchs Redwood ist eigentlich scheiße, da sieht man fast gar nichts. Grünen Schritten, ne? Warum habt ihr eigentlich alle keine Lichtel mitgenommen? Dann hätten wir jetzt voll viel Licht. Ich bin der Einzige mit Lichtel jetzt. Ihr müsst immer dran denken, wenn wir unterwegs sind, Lichtel mitzunehmen. Dann haben wir immer alle genug Licht nachts. Dann sehen wir immer alle alles. Ja, das stimmt. Wäre zu einfach, dann würden wir ja was sehen. Ja, naja. Das ist vor allem gut für die Zuschauer, die sehen die nämlich mal was. Ja, du hast Guck ja mal, das, ist, das geht doch. Ja, ich habe ein Lichtel, aber wenn ihr alle eins habt, dann sehen wir euch auch da, wo ihr rumlauft. Dann sehen wir da auch alles. Hier ist noch ein Glumanda. Leicht zu erkennen an der Lampe. Simsala. Was? Wo? Simsala? Was ist denn ein Simsala? Der hat zwei Löffel in der Hand. Der macht einen auf Uri Geller. Ja, der gibt gleich einen Löffel ab. Pass auf. Ach, hier, ja. Der hat wirklich Löffel in der Hand. Das ist ja witzig, ey. Aber der ist auch so ein legendäres, kann das sein? Nee, wirklich. Warum sehen wir den denn dann nicht so häufig? Keine Ahnung. Na, legendäre siehst du ja hier genug. Mehr als genug. Ja. Leider. Macht ja, das ist ja komisch. Couchet ihr da alle rum? In dem Kano verhakt. Oh Gott, schon wieder ein Löffler. Löffler. Das ist jetzt der Löffler. Oh, ich muss mal hochleveln hier. Hochlöffeln. Ich muss mal. Ich muss mal meinen Taubos hochlöffeln hier. Das passt doch. Huch, wer läuft denn hier? Ach, das lohnt's da. Ja, ich werde immer runtergeschubbt. Das ist voll unfair. Ich immer auf die Kleinen. Ja, die geben am meisten Geld, das hat Spielwehr uns beigebracht. Ja, genau. Stimmt, wer mich umbringt, kriegt 1000 Credits. Ah, los geht's. Also ich sehe gerade übrigens überhaupt nicht, wo wir hingehen. Gehen wir noch richtig? Ja, ungefähre Richtung stimmt schon. Da ist, ach, hier ist nochmal so ein totes Niorino. Ja, ein totes, toll. Ja, aber dann könntest du es mal sehen. Riohorn, ja, ich sehe es, wie es da tot liegt. Das Problem ist jetzt halt, das kann nicht lang genug leben. Damit es, also das sind immer zu viele von diesen Nidokings. Das wird immer sofort von denen getötet. Es hat überhaupt keine Zeit zum Leben. Ich find's besser so, jetzt haben wir ganz viele Nidokings zum Töten. Ja, ich lasse euch mal davor, weil mein Taubos ist schon wieder am Sterben, so ein bisschen. Rex geht's noch gut. Ich geh jetzt all in mit dem Fuchs. Ich komm von dem eh nicht mehr runter. Wenn das stimmt, ist das irgendwie eine Befreiung. Was, du kommst von dem nicht mehr runter? Ich komm nicht mehr von dem Fuchs runter. Das geht, ich mal draufsetzen. Wenn du absteigst und ich es wegboxe vielleicht. Ach so, das meinst ja, du? Ja, oder man kann es auch selber wegboxen. Ja, okay. Ja, das hat vorher nicht funktioniert. Ja, dann läuft er mir jetzt hinterher. Ich habe keine Lust mehr drauf zu reiten. Das ist gefährlich. Das ist super, das wenn ist das doof. Tier dann angegriffen wird von was Gefährlichem. Sekunden, um anzugreifen. Der dreht sich einmal im Kreis und am Ende der Drehung macht er erst Schaden. Fang einen Mewtwo. Was ist denn ein Mewtwo? Mewtwo ist... Aua. Ja, vielleicht können wir das kaufen. Ja, das können wir das natürlich machen. Legendär. Jetzt ist der Reisefuchs tot. Der ist aber nicht das teuerste hier. Ich find, also was ist denn, wie teuer ist denn Mewtwo? Weiß das jemand? 10.000. Okay, ja gut, aber das geht ja noch. Das könnten wir uns ja theoretisch dann noch leisten. Können wir mal durchzählen. Wie habt ihr denn so? Also ich habe jetzt 970. Ich hab 1.544. 1.033. 1.041.
Wenn wir noch ein bisschen machen, dann können wir das sehen. Und ja. Lichtel. Lichtel, Geld. Geld. Was? Wenn der in den Spiel wird, dann Mr. Krabs. Ja, genau. Spiel Geld. Oh, und Dingenspflanzen. Geldpflanzen, genau. Ja, Geldpflanzen, auch gut. Wir prügeln uns jetzt einfach quer durch den Sumpf, oder wie? Ich sehe zwar gerade gar nichts irgendwie, aber ich schlag einfach mal noch drauf. Eine Geldpflanze. Ja, los, sie prügelt sie tot. Ich hab eine Spacke. Ja, ich sag eine Spekacke? Eine Spacke. Hier ist Achso. Ich hab eine Spekacke, habe ich verstanden. Oh, ich hab es nicht mehr erwischt. Sichlor. Oh. Nein, nicht Sichlor. Sichlor ist scheiße. Nee, Sichlor bringt Geld. Achso. Wo ist Sichlor? Hier. Hier hinten. Mewtwo und Mew sind die stärksten Pokémon. Es ist das beste Pokémon. Einspruch. Arceus ist das beste Pokémon. Punkt. Das sind alles nur nachgemachte. Was man denen für Fähigkeiten gibt und wie man sie skillt, ne? Ich habe eine Geldpflanze betäubt, holt sie euch. Kannst du die vielleicht auch reiten? Betäubt sie, also tame sie. Ja genau, tame sie oder züchten wir die? Ja genau. Genau. Wir züchten die oder dann wächst das Geld auf Bäumen. Ha, hier ist noch ein Lichtel. Es ist abgehauen hier, oder? Nee, das ist tot. Scheiße. Ah, das ist gar kein Lichtel. War nicht mal. Wo ist denn das betäubt? Ah, da, ich seh's. Aua. Alter, Sichlor! Ja, komm zu mir. Ja, ich bin da. Hilf mir, schnell. Lass das mal den Papa machen. Papa Aua. Macht das. Aua, ich werd die ganze Zeit vom Sichlor getötet. Oh, hier ist ein Sichlor gelandet. Mann, wann stirbt dieses dämliche dieser Flor endlich? Was ist das High Level? Muss ja, sonst. Level 4? Ah ne, das ist was anderes gewesen. Na, ich treff's aber auch nicht richtig. Ah, jetzt aber. Aua. Ja. Okay, kleine Schweinchen. Das ist High Level. Das ist Level 100 oder so. 92. 92, fast. 8 Level daneben. 1600 Credits. Ich habe sogar tatsächlich so eine Station dabei, so ein Terminal. Wollen wir das nicht lieber zu Hause machen? Ja, ich habe das dabei. Das war so eine Info. Wir haben eine Geldpflanze, ein bisschen tot. Weil das Ding war nämlich letztes Mal bei Pikachu, haben wir den Fehler gemacht, wir haben den in der Pampa einfach erzeugt. Und dann konnten wir den nicht mehr richtig nach Hause bringen, der wurde dann unterwegs gefressen, deswegen. Den unten, ja. Ist das eine etwas schlechte Idee, die Pokémon hier direkt in der Pampa dann irgendwie zu kaufen? Da brauchen wir eine sichere Umgebung. Oh, sind das Lichtel? Lichtel! Nee, Wichtel, kein Lichtel. Lichtel. Und eine Geldpflanze. Geldpflanze. Huch, oh Gott. Und ich flieg schon wieder in die Ärsche von. Vom Rex. In die Ärsche hat der mehrere. Ja, in die Ärsche. Ich flieg irgendwie die ganze Zeit in die Ärsche. Unser Genprojekt, der viel ärschige Rex. Der Hammer. Von wegen neunschwänzige Katze und sowas. Fuchs, nicht Katze. Ha! Jetzt hab ich mein Gott, das, so, das sieht nicht gesund aus. Aber ich kann sie reiten. Nicht gesund aus. Es geht. Man kann was, wen? Reiten. Was, wo? Was? Wo? Wo bist du? In einem Busch, weil da ein Sichler rumläuft. Das will mich gleich fressen. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht. Hinter euch ein Stück geblieben. Ihr seid zurückgeblieben? Wir sind zurückgeblieben. Wie weit denn zurückgeblieben? Also wie, von welchem Level von zurückgeblieben sprechen wir denn hier? Ganz unten. Ganz also ich sehe euch nicht. Sorry. Ich sehe euch gerade. Ich bin mit diesem Pflanzending aber noch langsamer, viel langsamer. Wie, du bist in eine Pflanze rein? Nein, ja, nicht ganz. Ich sitze sogar drauf, so halb. Okay, ich würde sagen, was der Lone Star da mit dieser Pflanze anstellt, das schauen wir uns in der nächsten Folge Arc Park mit dem Pokémon Evolved Mod an. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.